So, hallo, die Testaufnahme war synchron und flüssig. Ich glaube, ich sollte was zu den letzten Parts sagen. Da sind ja doch ein paar Sachen aufgetreten, die nochmal etwas Besprechungsbedarf benötigen. Derweil spielen wir einfach eines von den Leveln, was hier übrig ist, was wir noch machen müssen. Wo geht's denn los? Das hier hatten wir schon. Das hier ist ein großes No-No. Den Kraken haben wir uns auch schon angeguckt, ne? Das war auch ein No-No. Das, ach ja, das war auch noch ein No-No. Edge of the Blade ist neu. Das sieht aber, oh, das sieht gefährlich. Um Gottes Willen. Uff, das sieht gefährlich aus. Ja, wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. Ja. Lustigerweise, was so? Der erste Part von der letzten Aufnahmesession, also Part 239, habe ich ja gesagt, das ruckelt so in der Aufnahme. Ne? Ich habe auf OBS geguckt und es hat wahnsinnig geruckelt. Und dann war ich da sehr unsicher, ob es auch wirklich eben jetzt ruckelig aufnimmt. Ich habe es dann natürlich kontrolliert und es sah auch auf dem PC in der Aufnahme enorm ruckelig aus. Dann dachte ich, okay, anscheinend hat es ruckelig aufgenommen und habe halt dann in den nächsten Videos, die ja noch nach dieser, also in der gleichen Aufnahmesession waren, drüber geredet, wie ruckelig alles ist und warum ich weiß, warum und so weiter. Und dann, ganz nach dieser Aufnahmesession, als ich es dann hochgeladen hatte, habe ich es ja nochmal, oh mein Gott, habe ich es ja nochmal angeschaut und dann wiederum festgestellt, hä? Es hat ja richtig flüssig aufgenommen. Also anscheinend, oh mein Gott, anscheinend war mein PC in dem Moment so ruckelig, dass sowohl OBS ruckelig aussah, als auch die reine Videodatei, die ich danach angeschaut habe. Alles hat praktisch geruckelt. So ist komplett verrückt. Und deswegen dachte ich, dass es ruckelig aufgenommen hat. Aber das hatte es gar nicht. Es war tatsächlich, das, was flüssig war, war tatsächlich flüssig. Bis halt auf die Stellen, die vom Multiplayer her ein bisschen geleckt haben. Das war mir wieder was anderes. So, jetzt muss ich gucken. Ach, ich könnte ja auch einfach warten. Ich bin ja, das ist ja kein Speedrun. Ich könnte ja einfach warten. Warum warte ich denn nicht einfach? Okay. Soweit sieht das sogar machbar aus, was Frank da gebaut hat. Und wir haben keine Zielcondition. Das heißt, es könnte sein, dass mich ein Checkpoint erwartet, vor dem ich dann natürlich wieder sterben kann. Ne? Ganz knapp davor. Ja, und dann war blöderweise der Part 240. Vermutlich, ich könnte es mir, ich glaube, ich kann, ja, ich glaube, ich kann mir denken, warum. Der war dann ja asynchron. Und zwar gewaltig asynchron. Also, man konnte es immer noch angucken, aber es war schon deutlicher als sonst, wenn mal was asynchron war. Vom Ingame-Sound her. Und ich nehme an, dass das daher kam, dass ich während der Aufnahme, also nicht während, aber halt, es ist ja die gleiche Aufnahmesession gewesen, dass ich da zwischendrin mal den VLC-Player offen hatte und eben die andere Testaufnahme angeguckt habe und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich irgendwas zwischendurch mache, dann, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie verschiebt sich dann wieder das Ding bei OBS. Ich weiß nicht, was es ist, so weil die Einstellung bleibt ja gleich. Na, aber aus irgendeinem Grund verschiebt sich das dann. Wie auch immer das möglich ist. Das ist das Gleiche, wie wenn ich während zwei Aufnahmen zwischendurch mal ins Menü von der... Wer hat's gesagt, dass ich... Ah! Kann doch nicht wahr sein. Was vor dem Midway Point passiert, ist nicht zu glauben. Ah! Warum immer in Frank leveln? Mann! Aber das schaffen wir bis zum Midway Point schon mal. Das ist sehr gut. Ich fasse es. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht.
So, wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann war es asynchron. Und wie gesagt, das passiert manchmal, wenn ich zwischendurch ins Menü gehe, also ins Home-Menü von der Switch. Aus irgendeinem Grund ist dann plötzlich die nächste Aufnahme asynchron. Und auch wenn ich irgendwas zwischendurch mache. So, ich muss wirklich am Stück aufnehmen. Ohne... Dankeschön. Ohne, Hä? Ach, da kann ich gar nicht. Ich habe das nicht als Wand angesehen, ne? Ich habe das nicht als Wand angesehen, Lul. Ja, ohne dass ich irgendwas zwischendurch mache. Sobald ich was zwischendurch mache, muss ich... Ach so, ich musste... Ah, verstanden. Okay, und dann muss ich das Ding nochmal nutzen. Das ist ja interessant. Also so, und jetzt geht das langsam runter und dann nutze ich das nochmal, um hier rüber zu kommen. Okay, das war ja super interessant. So, wie gesagt, ich darf nichts zwischendurch machen, sonst ist ein Teil der Aufnahme plötzlich wieder asynchron. Was halt wirklich... Oh boy. Was halt wirklich interessant ist, so. Ich habe es noch nicht ganz raus, warum es passiert, aber ich habe es ungefähr raus, wann es passiert. Ja, und das ist ja schon mal besser als... Okay, nice. Das ist ja schon mal besser als das Warum, wenn ich zumindest weiß, wann. Und dann habe ich nämlich... Oh mein Gott. Dann habe ich nämlich nach Folge 240, die ich ja dann auch Test angeschaut habe, und festgestellt habe, Mist, die ist asynchron. Dann habe ich nämlich OBS einfach mal neu gestartet. Mit den gleichen Einstellungen. Ich habe einfach nur OBS neu gestartet. Ah, verstanden. Ich habe einfach nur OBS neu gestartet und dann war es nicht mehr asynchron. Like, what the... Ah. Na, also, das verstehe ich nicht. Aber es müssten doch die Einstellungen sein, die entscheiden, ob es synchron ist oder nicht. Und nicht irgendwelche anderen Sachen. Das war viel zu hoch. Mein Gott. Da ist es schon so eine riesige Lücke und nicht so eine krasse Kaiso-Lücke und ich mach's trotzdem falsch. Aber das Level geht voll klar. Das ist voll in Ordnung. Das macht sogar Spaß. Also ich noch, ne? Schauen wir mal, was noch kommt, aber... Das ist sicherlich doof gewesen jetzt. Weil ich den sicherlich eher behalten muss. Okay. Aber so lang kann es nicht mehr sein. Das ist das Finale. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, und wie gesagt, dann war Part 241 wieder voll in Ordnung. Eben weil ich OBS neu gestartet hatte. Da habe ich dann ja auch eine neue Testaufnahme zwischendurch gemacht, weil ich gemerkt habe, es war asynchron. Die 240. Aber auf jeden Fall ganz... Ganz komische Geschichte immer bei mir. Und das Blödste ist, dass ich irgendwie bis vor 10 Minuten davon überzeugt war, ich habe 5 Folgen aufgenommen. Aber das habe ich scheinbar nur geträumt, weil das hier ist jetzt halt Folge 242. Ja, oh mein Gott. Da muss ich aber richtig fix sein. Weil ich habe keine 5. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir eingebildet oder geträumt. Ich weiß es nicht. Dass ich Folgen habe. Aber ich habe keine Folgen. Ich muss jetzt aufnehmen, sonst gibt es morgen keine Folgen. So ein Ding ist das. Oh, warum mache ich nicht einen Drehsprung hier durch? Ich bin ja blöd. Es ist ja... Ah, oh, ja, klar, machen wir da einen Drehsprung. Ah, Mist. Aber auch das wieder am Stück spielen, um es hochladen zu können. Nee, Mann. Also da verstehe ich dich. Ich verstehe den Gedanken von Nintendo, dass man so Troll-Checkpoints vermeiden kann. Ja, den Gedanken verstehe ich, aber... Andersrum verstehe ich es, dass ehrliche Uploader dann halt sowas wie DevExits nutzen. Weil keiner... Also wenn das Level halt, keine Ahnung, Checkpoints hat, dann ist es auch in Ordnung, wenn man das Level mit Checkpoints nur schafft.
Warum muss ich denn als Uploader so übertrieben gut sein und kann sonst ein Level nicht hochladen, was ich nur schaffen würde, wenn ich Checkpoints nutzen kann? Warum muss ich dann als Uploader der Mario Maker Gott sein, der sein Level ohne Checkpoints schafft, wenn ich doch nun mal für den Spieler Checkpoints anbiete? Warum muss ich es ohne Checkpoints? Das ist doch dumm. Wie gesagt, ich verstehe den Sicherheitsgedanken dahinter wegen Troll-Checkpoints. Ne? Dass halt Leute Checkpoints setzen und man an diesem Checkpoint an. Das gab es halt leider in Mario Maker 1. Das ist das große Problem gewesen. Dass man ab diesem Checkpoint das Level nicht mehr schaffen kann. So, das ist natürlich... Oh mein Gott, was? So, das ist dann natürlich richtiger Mist. Gar keine Frage. Das ist komplett beschissenes Level-Design. So Troll-Checkpoints. Aber... Ja, keine Ahnung. Oh Gott, da muss man richtig schnell sein. Hilfe. Aber wie gesagt, deswegen verstehe ich halt, wenn... Auch zum Beispiel bei Leveln, und ich weiß, es gibt jetzt wieder Leute, die sagen, nein, das ist totaler Mist. Es gibt Death Exit, ist scheiße. Und ja, auch das verstehe ich. Ja, gar keine Frage. Ach, Mist. Nein, um Gottes Willen. Und dann hätte ich... Es müsste unbedingt eine Funktion geben, Neustart ab Checkpoint. Es passiert Spielern so oft, man sieht es ja auch auf YouTube, es bin ja nicht nur ich, der so einen Blödsinn macht. Es passiert so oft den Spielern, dass sie neu starten und am Anfang sind. Warum hat es mit Update 3.0 nicht noch Neustart ab Checkpoint gegeben? Und zwar auch Neustart ab Checkpoint 1 oder 2. Und dann soll man es halt auswählen. Dann gibt es halt einen Menüpunkt mehr, nachdem man auf Neustart gedrückt hat. Ist doch kein Drama. Ich bin schon wieder viel zu langsam. Boah, das gibt's doch nicht. Oh. Okay, jetzt wird das Level doch kritisch. Es macht noch Spaß, aber es wird halt schwierig. Alles andere ging sehr klar. Oh, Schwierigkeitsgrad. Ah, mein Gott. Aber hier darf ich halt überhaupt keinen Fehler machen. So viel zum Thema, wir sind in keinem Speedrun. Hä? Und es ist gerade einer geworden. Aber was für einer? Was? Sheesh. Komm ich da irgendwie... Dann habe ich auch keine Möglichkeit, besser und schneller hochzukommen, ne? Ich probiere es jetzt mal aus. Von hier bis da? Nee, keine Chance. Nee, ich muss den Weg erst hochgehen. Es hilft nichts. Ich überlege halt, ob ich irgendwo schneller sein kann. Aber ich sehe es nicht. So, das muss ich alles... Und hier komme ich auch nicht. Nee, da ist ja dicht. Ja, ich muss es so spielen, wie ich spiele. Das mach ich schon richtig. Ich muss nur schneller sein. Ich muss nur schneller sein. Okay, das war relativ fix, glaube ich. Dann hier halt sofort hoch. Da kann man vielleicht noch Zeit sparen, ich weiß es nicht. So. Oh, ich bin gut in der Zeit, glaube ich. I don't know. Nein! Nein, ich muss den Pilz behalten! Bis ans Ende, okay. Bis ans Ende muss ich den verfluchten Pilz behalten. Ei. Und ich darf echt keinen Fehler zwischendurch machen. Oh mein Gott. Go, 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 go. Nein! Das war zum Beispiel schon wieder richtig viel Zeitverlust. Bin noch gut. Alles gut. Nein, nicht nehmen. Hoch! Nicht in die Hand nehmen. Ich muss da ganz kurz den Sprungknopf loslassen. Den Rennknopf.
Sonst nimmt er das in die Hand und das soll er nicht. Nicht in die Hand nehmen. So. We can do this. Let's go. Das war schon wieder viel zu viel Quatsch zwischendurch. Aber hier kann ich halt auch, wenn ich das... Ja, perfekt. Wenn ich sowas hier mache, dann habe ich da richtig viel... Also eine richtig, nicht richtig viel, aber einen gewissen Zeitvorsprung. Seht ihr? Das passt. Okay, und jetzt? Nice. Und runter? Und rein! Scheiße. Boah, ist das knapp. Frank, was tust du mit mir? Mach das nicht. Nein. Oh. Wir sind doch 88er Brüder. Wir dürfen doch nicht uns gegenseitig hier... Weißt du? Wir müssen doch zusammenhalten gegen die Leute, die immer sagen, 88 Nazi. Wir sind doch beide keine Nazis entsprechend. Ach Mist. Nein, 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 nicht Neustart drücken. Nur weil wir eine 88 im Namen haben. Gut, ich weiß es nicht bei Frank, aber ich will... Nein, um Gottes Willen. Entfernt euch bitte unbedingt von dem Gedanken, Leute mit einer 88 werden Nazi. Ne? Ist, klar ist das ein Code für Nazis, wegen dem Haha. Aber, uff. Das ist so nervig. So, du kannst auf Twitter zu irgendeiner politischen Sache was schreiben und es gibt immer irgendeinen Deppen, der dann kommt mit, ah ja, 88 Namen, alles klar. Ich denke so, hä? Guck in mein Profil, guck, was ich sonst schreibe. Wo bin ich ein Nazi, du Pflaume? Das ist furchtbar. So. Oh, yes! Hurra! Ei, ei, ei. Das ist ein schönes Level, aber huf, war das Ende stressig. Huf, war das Ende stressig, meine Herren. Meine Herren. So. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ja, 17 Minuten. Alles klar. Wieder ein ganzes Level nur für dieses Video. Dann spielen wir schnell noch ein kurzes hier, Ach, Devori hat gar nichts hochgeladen, ne? Aber Cardboard hat ein Musiklevel hochgeladen. Dann machen wir das doch fix. Mir scheint, das ist nicht nur ein Musiklevel, das ist auch noch katastrophal schwierig. Cardboard, was ist das? Dann können wir es aber trotzdem vielleicht in den Part packen, um festzustellen, dass wir es nicht schaffen. Oha. Was hast du getan? Ja, wir werden nicht viel von dem Musikstück hören übrigens. Scheiße. Oh boy. Ah, ich bin ja schon mal stolz, wie weit ich gekommen bin, ne? Gott. Aber das ist... Aber das sind halt Level, die würden super viel Spaß machen, wenn man sie könnte. Na, weil dann hast du da geile Musik und... Ah! Und halt auch das Gefühl, wirklich was zu bekommen, dadurch, dass du weiterkommst, nämlich die Musik. Ja, die Belohnung dafür, dass du das Level schaffst, ist, dass du das Lied halt hören kannst. Das ist schon... Das fühlt sich dann schon cool an. Oh mein Gott. Das fühlt sich dann schon cool an. Ja, je weiter man kommt... Mein Gott. Je weiter man kommt, umso cooler ist das. Wir spielen das jetzt noch ein bisschen und dann schließen wir den Part einfach ab. Ist das auch okay? So, jetzt kommen wir hier ein bisschen weiter. Okay. Also, soweit fühlt sich das sogar noch machbar an, aber ich weiß halt nicht, wie lange das geht.
wird halt länger gehen als das, was wir hier bisher gesehen haben. Oh. Die Frage ist, ob es einen Checkpoint gibt. Man weiß es nicht. Ach Mist. Ah, es ist cool. Es ist ein cooles Level. Ja, moin. Weiß nicht, was das für ein Sprung war. Ich weiß nur, dass er nicht gut war. Dang it. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich überlege gerade wieder. Achso, Aggressor hat mir zwei. Also da dürft ihr mich auch gerne erinnern, wenn ich es jetzt in dieser Aufnahmesession vergessen sollte. Aktuell denke ich aber noch dran. Er hat mir zwei Codes gegeben, die ich anscheinend spielen soll. Weiß nicht, ob schwierige oder coole Level oder was auch immer die Motivation dahinter war. Aber wir werden sehen. Ne? Auf jeden Fall sind es Level, die er bei mir sehen will. Entsprechend. Ja, werden wir uns die angucken. Ich habe die auch gespeichert, also die. Nur wenn ich es nicht dran denke, dann erinnert mich einfach in den Kommentaren. Nicht jetzt gleich in dem Video, ja. Sondern wenn diese Aufnahmesession zu Ende ist, je nachdem wie viele Parts die hat. Und ich dann die Level nicht gespielt habe, könnt ihr mich gerne nochmal dran erinnern. Aber ich habe eigentlich vor, die im nächsten Part zu machen. Yes. Da darf ich nicht nach rechts drücken dabei, da komme ich in die Stachel. Scheiße. Der Anfang ist gar nicht so schlimm. So, weiter waren wir noch nicht. Jetzt ist alles... Ach, Mann! Jetzt ist alles neu und dann sterbe ich direkt, obwohl es eigentlich noch kein schlimmer Sprung war, wo man jetzt sterben müsste. Aber dann kommt halt wieder die Aufregung dazu, wodurch man wieder mehr Quatsch macht. Aber ich bin schon wieder hier. Sick. Okay, dann auf das Ding und dann gleich weiter. Und jetzt, keine Ahnung, auf den Pau und dann, oh, um Gottes Willen. Dann auf das da und dann an das Springboard und das Springboard springt dann da drüber oder so und keine Ahnung. Uiuiui. Nee, bei dem Springboard wird irgendein entweder ein Gegner gespawnt oder so, der auf jeden Fall da unten landet und dann kann man wieder über die Mitte weiter. Da war es so ein Symbolblock-Dings. Wo man also dann drauf springen kann. So ein Indikator, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Schön, dass es mir noch einfällt. Und ich nicht ganz so dumm wirke. Nein! Oh, ich würde das gerne weiterspielen. Aber das ist wieder so ein Ding, wo man einfach zu viel Zeit investieren muss, um es zu können. Und so viel Zeit habe ich halt nicht. So viel Zeit habe ich halt einfach nicht. So, zack. Okay, nice. Seht ihr das? Der springt dann irgendwas aus dem Block raus. Das wird über das Trampolin da auf die Mitte befördert und dann kann man da weitergehen. Ich sehe, wie es weitergeht. Deswegen will ich es auch weiter... Oh Mann, es fühlt sich machbar an bisher. Es dauert nur. Es dauert nur, die Stellen Stück für Stück zu erlernen. So, das ist das Problem. Ihr seht es ja, ich komme... Ich komme weiter. Ich komme jedes Mal so ein bisschen... Es wird immer so ein bisschen besser, aber das dauert halt zu lange. Das könnte man in, weiß ich nicht, in einem
Naja, in einem Stream ist sowas. In einem Stream hätte ich für sowas auch wieder zu wenig Geduld. Weil trotzdem ist ja die Zeit, die man dafür aufbringt, die gleiche. Egal, ob ich jetzt 3 Videos draus mache und 1,5 Stunden in einem Level hänge. Was am Ende bei mir doch wieder nur ein Video wäre, weil ich alles zusammenlasse. Oder ob ich halt 1,5 Stunden in einem Stream in dem Level hänge. So. Ach, come on! Es ist ja die gleiche verschwendete Zeit. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Mit dem. Der Unterschied ist natürlich, dass der Content auf YouTube, das Video selbst, schon eher vielleicht Abwechslung bieten sollte, als bei einem Stream es halt wirklich mal so Sachen geben kann, wie auch irgendwelche Grind-Geschichten und keine Ahnung. Na, da guckt man dann auch mal jemandem zu, wie er bei Pokémon 3 Jahre lang im Kreis fährt, um irgendwelche Eier schlüpfen zu lassen. Das würde man halt als YouTube-Video jetzt eher weniger machen. Wobei ich auch das niemals, niemals machen würde. Nur weil ich irgendwelche Shinies bei Pokémon möchte, die da dann zwar wahrscheinlich coole DV-Wert und Kram haben, aber die Dinger sind halt so selten, sodass du teilweise wirklich Stunden brauchst, um überhaupt das Glück zu haben, dass du mal so ein Viech hast. Und klar, es ist dann cool, wenn man ein Shiny hat und alles. Verstehe ich vollkommen. Oh Gott. Verstehe ich vollkommen, aber ich würde die Zeit niemals aufwenden. Dafür verschwende ich halt auch anders meine Zeit. Es ist ja. Na, jeder hat irgendwo so seine Stellen, wo er dann wieder Zeit verschwendet. I don't know. So, jetzt muss ich hier sofort hoch, weil ich habe gerade gemerkt, wenn ich das nicht sofort mache, dann erwische ich schon das hier alles nicht mehr ordentlich. Das muss wirklich alles auf First Try funktionieren. Nice! So, jetzt kommt hier nämlich so ein... Warum habe ich nicht die Geduld? Ah! Das Problem ist hier bei dem Level, ich habe noch nicht das Gefühl, dass da eine Stelle ist, die ich nicht kann. Sobald ich dieses Gefühl bekommen würde, so, da ist eine Stelle, die ich nicht kann, sobald ich dieses Gefühl hätte, wäre es einfacher abzubrechen. Aber aktuell habe ich dieses Gefühl nicht. Aktuell fühlt es sich alles noch machbar an. Ich könnte kotzen. Und es ist halt so, es ist so ein cooles Level-Design. Es ist so gut gebaut. Schwierig, super schwierig. Aber gut. Aber auch das wieder, da würde Beast wieder einfach durchrennen. Ne? Das ist einfach super einfaches Level-Design für den. So, und jetzt? Keine Ahnung. Ach so. Ich sehe doch, wie es weitergeht. Warum lasse ich mich denn dann da rechts runterfallen? Ah. Aber das ist das Problem, ne? Ich sehe, wie es weitergeht. Ich will es noch weiter spielen. Verdammt. Und ob ich jetzt zum Beispiel, das ist ja der nächste Punkt, ne? Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich spiele das Level halt 2 Stunden. Und das Video ist am Ende trotzdem nur, keine Ahnung, 20 Minuten lang, weil ich halt es zusammenschneide, wie es zum Beispiel ne, die GR, Beast und so weiter alle machen. Aber auch das kostet ja wieder Zeit. Also die Zeit, die zum Spielen aufwenden, die ist ja trotzdem weg. So, auch wenn das Video am Ende dann 20 Minuten ist und etwas unterhaltsamer dadurch, durch die Schnitte, ist ja die Zeit weg. Die Zeit der Aufnahme. Und die Zeit des Schnitts. Das schneidest du ja nicht mal eben so zusammen. Vor allem, wenn dann noch irgendwelche Effekte und so weiter dazukommen. Also keine Ahnung, das... Ich, als Student hatte ich da vielleicht so die Zeit für. Aber, ne? Jetzt nicht mehr. So. Ruhig, jetzt geht's hier rüber und jetzt keine Ahnung. Ah, verstanden. Boy! Dann springe ich über die Kugel einmal drüber.
leider wieder nicht schnell genug selbst gesehen. Jetzt müsste ich halt wieder erst sterben, um zu begreifen, wie es funktioniert. Ja, das ist das Problem. Nein, jetzt bin ich schon wieder zu langsam. Das kriege ich schon wieder nicht aufgeholt jetzt. Oder geht der Sprung noch? Oh, der Sprung geht noch. Nice. Oh, man kann es doch noch retten. Okay. Nein! Ah, man kann es doch noch retten. Aber wir sind jetzt halt schon wieder bei einer halben Stunde. Das Video sollte auch nicht zu lange werden. Weil ich habe so ein bisschen die das Bedenken, wenn Leute bei mir einen langen Part sehen, dann gucken die den so gar nicht an. Ich meine, man könnte ja den Part hier gucken, so die ersten 20 Minuten sind ja das Level von Frank. Ich denke, das kann man schauen. Und dann kommt halt der Teil hier. Und wenn das jetzt, keine Ahnung, eine Stunde gehen würde, könnte man ja auch einfach ab jetzt zum Beispiel sagen, oh ja, ich gucke mir den Rest einfach nicht an, soll der weiterspielen. Aber ich glaube, wenn ich dann so ein Stundenvideo hochlade, dann klicken es wieder weniger Leute an. Was dann ärgerlich ist, weil man nimmt ja... Ne, nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht dieses typische, oh, es geht nur um die Klicks. Ich habe ja nichts von Klicks. Aber es wäre halt einfach schön, wenn die Sachen, die man aufnimmt, auch geguckt werden. So einfach, weil sonst, keine Ahnung, sonst würde ich es nicht aufnehmen müssen. Das ist wie mit den Erklärvideos für die Schüler. Ich nehme ja Erklärvideos auf und während ich so Hefteinträge erstelle und Übungen mache und keine Ahnung was alles. Und laber dazu und das können die sich angucken. Wer es nicht braucht, völlig in Ordnung. Wer sagt, er schafft, er kapiert die Hefteinträge auch ohne, dass ich da was dazu sagen muss. Okay, kein Ding. Soll mir recht sein. Aber trotzdem hoffe ich halt, dass es ein paar zumindest angucken und es ihnen auch entsprechend hilft. Na, weil sonst bräuchte ich mir die Mühe einfach nicht machen. Sonst bräuchte ich es halt nicht aufnehmen. Das ist dann halt Quatsch. Und wenn man halt einen Stundenpart aufnimmt und er dann gerade deswegen nicht geguckt wird, weil es eine Stunde ist, dann bräuchte man es halt auch einfach nicht aufnehmen. Okay, ich muss schneller springen. Ich muss deutlich schneller springen. Ich darf nur nicht zu lange auf den... Ich muss halt auf den Donuts auch so ein bisschen hin und her hüpfen. Weil die sonst runterfallen. Eieiei, aber das Level macht Spaß. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie viel Spaß dieses Level macht. Weil du halt doch einen gewissen Fortschritt verspürst jedes Mal. So, jetzt ist das hier kaputt gegangen. Jetzt habe ich... Ah, da kommt Maul raus. Aber so langsam wird es von der Länge her dann doch was, wo ich sage, ist cool, aber möchte ich eigentlich jetzt auch nicht immer wieder bis dahin spielen müssen. So ein Checkpoint wäre ganz cool gewesen. Problem mit einem Checkpoint bei so einem Musikding ist natürlich, dass es dann irgendwie einfach in der Mitte losgeht. Verstehe ich schon, dass es da noch keinen gibt. Aber wir hören jetzt auf an der Stelle. Ist ein cooles Level, macht Spaß, aber ich will und ich habe erklärt, warum. Die Zeit dafür jetzt nicht komplett aufwenden. Schaut es euch gerne selber an. Es gibt sicherlich auch ein Video dazu. Cardboard ist ja ein relativ beliebter Maker. Es gibt sicherlich ein Video dazu, wenn ihr den Titel eingibt, wenn ihr das Level komplett sehen wollt. Entsprechend. Danke fürs Zuschauen und tschüss.